Servus meine Freunde, willkommen zusammen, es war heute. Machen wir wieder ein paar Beschwörungen, aber als allererstes gucken wir mal in das Mumien, in den Mumien-Dungeon und in das Schoko-Event rein. Und das Schoko-Event, muss ich tatsächlich sagen, geht mir gewaltig auf den Senkel, weil auch wenn ich jetzt viel was anderes gespielt habe, habe ich immer Summoners War nebenbei gespielt. Wir machen mal hier einen ran. Habe ich immer Summoners War nebenbei gespielt und ich habe, glaube ich, 10 Teile oder so irgendwas gefunden. Können wir gleich mal nachgucken und auch die Dinger dazu einsammeln. Hier die Windmumie. Ja, lohnt es sich, die zu farmen, kommt ja immer die Frage. Und da muss ich sagen, weg damit, da muss ich sagen, eigentlich wer die so ordentlich farmen kann, dass sie für ihn was bringt, also dass er da auch ordentlich Stücke kriegt, der muss sie nicht farmen, weil, ja, ist dann doch nur ein 3-Sterne-Monster, da ist die Hall of Hero spannender. Ich werde mir sie jetzt, warum kommen die dummen Pop-Ups, geht weg, hoffentlich seht ihr die nicht, weil da nachher mein Kopf davor ist. Und darum, ich hole sie mir schon ein paar Mal, weil ich ja die wilde Idee habe, mir 2 Feuermumien für die Arena Defense zu bauen. Das heißt, hey, warum habe ich Bluestacks aufgemacht und es aktualisiert jetzt alles Fenster für Fenster? So, weg damit. Und, jo, grob eine Minute brauche ich dafür. Bestzeit war 55. Ich habe mir bisher eine geholt. Ich denke, ich werde mir so 10 holen. Hey. Aber ich hoffe, ihr seht die dummen Pop-Up-Fenster, die ich heimlich nebenbei immer wegdrücke, nicht, weil da ja mein Kopf davor ist. Also gut, aber das wollen wir nicht. Wie gesagt, ich baue mir 2 Mumien und dann gucken wir mal danach. Auch eine Frage, die viele brennend interessiert hatte. Gildenkämpfe können wir machen dann. Nach dem Beschwören. Eine Frage, die ich ein paar Mal unter dem Video gesehen habe, gerade unter den großen Supercard-Videos, wo viel Kommentare waren. Nur weil ich wieder Supercard anfange, heißt es nicht, dass ich Summoners War nicht spiele oder vernachlässige. Was sein wird, ich muss einfach mal gucken, wie der Upload-Plan ist, wenn es 3 Spiele gibt statt 2 Spiele. Aber Summoners War ist immer noch eins meiner liebsten Spiele, wo ich auch am meisten Langzeitspaß habe. Momentan gibt es eigentlich nur nichts Spannendes. Ich habe schon lange nichts mehr Gutes gezogen. Ich hänge an ein paar Stellen noch nach und darum bastel ich an meinen Teams für mich hin, spiele immer ein bisschen. Aber trotzdem wird Summoners War ein weiter fester Bestandteil des Programms sein. Und jetzt halt gehen wir erstmal, ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gesehen, ich habe 100 legendäre Stücke gesammelt. So, jetzt gucken wir an das dumme Schoko-Event und ich habe es wirklich viel gefarmt. Ich war mit den Kollegen auf dem TS und da kam immer, ich habe Schoko, ich habe Schoko. Ich habe genauso schnell gefarmt wie die und nichts. Es droppt einfach bei mir nichts. Ich weiß nicht, was los ist. Jetzt können wir hier 15 mal Schoko übrig drücken, Energie einsammeln. Guck mal, wenn wir noch 2 Schoko hätten, dann... Oh, das hatte ich ja gar nicht gesehen. 35 Schoko gibt's jeweils eine Rolle, wobei ich das Beste natürlich finde, das Devilmon. Und darum muss ich gucken, dass ich hier übers Wochenende Gas gebe, auch wenn ich dann vielleicht nur, keine Ahnung, irgendwas Schnelles farm. 2 hohe Windessenzen, hohe Lichtessenzen, wow, ein paar Kristalle. Noch mehr ein paar Kristalle, noch mehr Energy, Energy, 50 Energie, okay, Mana, komm, irgendeine Schriftrolle, da sind so viele diesmal dabei, 2 hohe dunkle, 20 Energie, 10 Kristalle und das war's, meine 15 Dinge, nichts Neues dabei, darum gehen wir rüber zu den Beschwörungen. Ich gebe auch mal ein bisschen Gas. Also ich habe die Legendäre voll, ich habe die Light Dark voll und dann ein paar, genau, 15 Mystische. Und hier müssen wir mal ganz kurz reingucken. Ich hätte schon gern ein Swotten Lucian. Irgendwann mal. Hier will ich auf jeden Fall beschwören. Oh, nette Woche. Hier ist auch Kmoon drin.
Vielleicht sollte ich für die Woche sparen, weil ich brauche halt für mein Anubis ja noch ein paar Skill-Ups, auch wenn Kmoon ein cooles Monster ist, mein Licht-Anubis schon cooler. Aber wir beschwören einfach jetzt hier. Ja, Lucian würde ich feiern. Sollten wir einen Lucian kriegen, beschwören wir nicht weiter. Aber wir probieren einfach mal. Fünf Stück sind es ja auch nur. Hoher Elementar. So ging es die ganze Zeit bei mir. Lucian. Orochi. Es ist nicht Orochi, Susano ist es, aber gut. Naja, kein Back-to-Back. Und der letzte. Ja, dass da nichts kommt, haben wir schon gedacht. Aber ein Orochi, der immer noch kein Orochi, sondern immer noch ein Susano ist. Was machen wir da? Ich weiß nicht, ob ich den noch als Skill-Up für mein Orochi nehmen kann. Ein Raug. Da läuft noch einer, den habe ich gestern erfarmt. Ein Kriegsmammut. Wow, noch ein Kriegsmammut. Komm, jetzt war Wind, Feuer, jetzt kommt noch Talg als Wasserkriegsmammut. Blitz. Was, Malakka? Ein Koboldbomber. Ich weiß gar nicht, ob mein Malakka, den ich irgendwo im Lager vergammeln lasse, voll. Oh, Doppelblitz zu Blitz. Blitz zu Blitz, genau. Was ist das? Das ist eine Delphoi. Nein! Schade, mit Delphoi hätte ich echt gerne. Eine Wasserundine. Ah, schade. Delphoi würde ich feiern als 4-Sterne-Monster. Tatsächlich. Aber die habe ich noch nie gezogen. Genau wie Kung Fu Girls. Ich habe noch nie ein dummes Kung Fu Girl gezogen. Eine Schlange. Jetzt waren zwei Blitze dabei, kann ich nicht meckern bei 15 Schriftrollen. Noch eine Schlange. Darum, wenn jetzt nichts mehr kommt, was habe ich denn so viel im Lager? Klar, wahrscheinlich ein Sternemonster von den täglichen Beschwörungen. So, einmal dich. Eins, zwei oder drei. Nehmen wir den hier. Schnell auf 4 Sterne gemacht. Dann können wir hier noch einmal ein bisschen Platz schaffen. Und dann habe ich doch irgendeinen, den ich gerade noch, wo ich die schnell reinstecken kann. Von den täglichen Beschwörungen. Da mache ich immer so eine 10er-Beschwörung, weil ich die witzig finde, wenn da auf einmal so eine Armee steht. Komm, gib mir Blitze da, weil dann ist er voll. Nein, ist er nicht. So, dele. Wie viel Platz haben wir? Okay, so viel Schriftrollen haben wir definitiv nicht mehr. Wenn man nächstes Mal, ich bin ja TOA, habe ich jetzt heute Morgen gemütlich angefangen. Da bin ich jetzt bei 30 oder 40, irgendwo zwischendrin halt. Da kommt ja auch irgendwann noch die Light Dark und die Legendäre dazu. Mal gucken, wie weit wir bei Hard kommen. Letztes Mal war ich 75, also ich habe mir das Devilmon noch geholt, das zweite. Aber ich habe schon gehört, dass auf Hard 80 jetzt Atamiel ist. Das heißt, mein Ziel sollte sein, wieder 70 zu schaffen, weil Atamiel auf Hard, auf so einer hohen Stage, wow, da bin ich gespannt, wie viel das überhaupt schaffen. Kommt nichts mehr. Also einmal Blitze kriegen wir ja noch bei der Legendären und bei der Light Dark. Ja, würde ich auch nicht nein sagen. Machen wir erst die Light Dark. Komm, hau was raus. Mindestens mal keine Blitze, dann ein Aschir. Nein. Eine Light Witch. Was können die? Beschwört Krähen und Phyfra konnte hier, okay, normale Witch. Greift alle Feinde mit der Kraft des Neides an und schwächt ihre Verteidigung mit 50%iger Chance für 2 Runden. Hat ein Feind hilfreiche Effekte, steigt die Chance auf 100. AOE Deathbreak.
50%. Wenn sie irgendein Schild oder sonst was haben, ist gar nicht so verkehrt. Beschwört einen Kometen, der alle Feinde mehrfach attackiert und spricht für 2 Runden einen Seelenschutz über den Verbündeten mit dem niedrigsten HP-Anteil. Stirbt der Verbündete in dieser Zeit, wird er mit 30% wiederbelebt. Ein AOE Damage plus. Okay. Liest sich gut. Gucken wir mal die empfohlenen. Okay, hier wird ein bisschen rumgemeckert. Trotzdem können wir mal gucken. Hat sie irgendjemand gebaut? Er hat Linda, heißt sie, auf 6 Sternen. Sie ist zu langsam. Er spielt sie auf. Ist sie eine Attackerin? Ja, tatsächlich. Puh, keine Ahnung. Ich hatte sie noch nie gezogen. Und jetzt kriegen wir auf jeden Fall Blitzen. Ich habe ja eigentlich gesagt, was ich will. Eine Delphoi, ein zweiter Lucian, ein Anubis, den ich vertrainieren kann. Damit werde ich glücklich. Und nochmal ein Koboldbombe. Nochmal Food für mein Malakka, falls er nicht schon vollgeskillt ist. Jo, war heute mal wieder nischt. Aber nicht ärgern, irgendwann, ich weiß ganz genau, irgendwann werde ich mal wieder was ziehen. Ich gebe im TOA Gas, dass wir da noch ein paar. Okay, die Gilde scheint hart zu sein, weil noch nicht so viele angegriffen hat. Und der hat eine 2, 4, 6, 7 Sterne. 45, ja, hat er schön gemacht. So. Wow. Okay, ist das Dias oder ja? Also den werde ich schon angreifen, weil ich will 3 Grüne angreifen, die noch nicht attackiert wurden. Asima. Ich habe jetzt auch einen Friend auf der Friendliste, der Asima hat, der angeboten hat, dass wir sie uns mal genauer angucken können. So, was machen wir denn da? Das hier ist halt extrem schnell. Wie viele Leute hier ein Punkte-Gegner unentschieden gespielt haben. Also wie viele? 2. Hier ist nicht nochmal eine Asima, nein. Aber hier ist ein Verrat dabei. Das Team finde ich doof. Lass mal gucken. Eigentlich will ich keinen von denen angreifen, muss ich ehrlich sagen. Aber wir fangen jetzt einfach mal mit dem einen Punkte-Gegner an. Wenn wir auf die Mütze kriegen, kriegen wir auf die Mütze. Hier nervt mich natürlich Vanessa, Camilla extrem dazwischen. Und darum nehmen wir hier vielleicht noch einen Healer mit und wen? Hier unten klicke ich erstmal das Team rein und überleg's mir nochmal. Will ich oben vielleicht Kumar mitnehmen? Ah, kacke. Die Gegner gefallen mir nicht. Unten bin ich deutlich langsamer. Ich denke jetzt aber nicht, dass seine Asima so viel Damage raushaut, dass sie mir hier. Also wenn sie so viel Damage raushaut, dann. Oh. Okay. Marv hat begonnen. Schon mal sehr löblich, dass er den angreift. Wir gucken mal, was dabei rumkommt.
müssen wir uns jetzt über das Team Gedanken machen. Hier. Ich habe gar kein Luschen-Team hier vorgespeichert. Das einzige Problem, was ich hierbei habe, ist, dass der Theo mich totprobt. Und hier hat er auch noch einen dicken Heal dabei. Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir den Panda mit als Tank und nehmen dann doch das Team hier. Panda tankt Wasser. Nee, Wasser greift Feuer an. Ich muss mir das jedes Mal wieder vorsagen. Also Wasser greift Feuer an. Heißt, ich brauche noch einen Feuertank. Und. Na gut, von mir aus können sie dann einen von den beiden angreifen. Das ist in Ordnung. Sein Sio wird Hard Damage machen. Okay. Was machen wir oben gegen Verrat und Laika? Weißt du, was wir mal probieren? Das probieren wir mal. Heal und Revive. Bisschen Damage. Das wird nicht klappen. Ich sehe es jetzt schon, aber ich finde, das sind ganz gute Defense. Oder ich stehe einfach nur gerade auf dem Schlauch, was ich so nehmen kann. Die Chasuden ist verdammt schnell. Will wahrscheinlich, dass der Def da drauf kommt. Jetzt gebe ich einem einen Heal-Block und zwar. Ja, im Endeffekt gebe ich. Laika kassiert am wenigsten Damage durch seine Fähigkeit. Das heißt, Shasun wird sich an Laika aufheilen wollen. Oh, das ist natürlich nett. Dann geben wir ihr noch ein Branding mit. Oh, die hat aber nicht wirklich nicht viel. Die stirbt jetzt direkt mal, würde ich sagen. Ja, die stirbt direkt. Jetzt gehen wir auf Laika. Und dann haben wir nur noch. Also, es sah deutlich härter aus. Das Schöne ist, selbst wenn halt Cyrus stirbt. Okay, da kam jetzt ein Defense Break drauf. Wir ziehen. Sehr schön. Cool. So. Wir heilen mal alle hoch. Jetzt gehen wir auf Praha. Okay. Dann machen wir das hier. Haben wir Doppel-Heal draußen. Gehen auf Oh, drei Dots auf den Panda. Ich möchte Ariel nicht verlieren. Oh, ich will Ariel nicht verlieren. Gib uns Procs. Dankeschön. Dann hier. Jetzt haben wir kein. Kaum Gegenangriff. Nein. Ich werde Ariel verlieren. Ich sehe das schon leider. Ich werde nichts dagegen machen können. Warte mal, vielleicht, wenn Panda ihn tötet. Nein! Lass ihn nach. Dreck. Gut. Also, schon mal 3 Punkte geholt. Oder 2 Punkte, keine Ahnung, was es war. Aber Ariel verloren. Das war das 2-Punkte-Match. Hat denn der jetzt auch jemand angegriffen? Okay, Marv. Hier oben halt Klopp. Gegen den hier hat er verloren. Wow. Dann probieren wir es jetzt einfach mal. So, was machen wir jetzt hier unten rein?
Wind. Was habe ich ein irgendein? Oh, ich könnte Basalt mitnehmen. Ich nehme Basalt mit. Der freut sich über den Defense. Leader Skill. Er puffert Azima, wenn sie halt kein AOE macht. Wenn ich jetzt natürlich hier verliere, muss ich sagen, habe ich alle meine Monster verloren. Dann ist der dritte Kampf auch nicht. Gucken wir mal, wie schnell sie wirklich ist. Schade, Affe hat keinen abgekriegt. Aber wir probieren den Affen nochmal. So, nein. Wir machen erst Shasun weg. Schade. Ich sehe das jetzt schon, dass das hier nicht so gut geht, wie erhofft. Wie war? Hab halt jetzt keinen weiteren Heal. Och je. Ich habe jetzt leider keinen weiteren Heal für ihn. Aber selbst wenn ich, ist die Frage, ob ich dich jetzt einfach hier aufgebe. Weil was will ich machen? Camilla tötet jetzt Cyrus. Das war ein dummes Team. Das war nicht klug. Aber mal gucken. Okay, genauso habe ich mir das gedacht. Jetzt würde ich fast sagen, gehen wir gegen Azima. Und hier machen wir erstmal allen Feinden Damage. Wow. Jetzt wäre ein Proc sehr unschön. Boah, er hat es überlebt, die ganzen... Aber es... Ja, nein, 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 nein. Ich möchte dran sein. Oh, danke. Erstmal Galleon, dann den bisschen Heal, den ich dabei habe. Blöder Galleon. Okay. Jetzt mache ich Auto... Weil ich denke jetzt mal nicht, dass der Bernhard meine beiden dicksten Defense-Tanks, auch wenn er gut Damage macht, meine beiden dicksten Defense-Tanks töten kann. So. Leider auch nur ein Unentschieden. Oh, und hier hat er gewonnen. Ich würde eh sagen, wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Bei 25 Minuten, dass ich mir meinen letzten Kampf aufhebe und darum sage ich ja, das war's für heute schon. Leider nichts gezogen, aber vielleicht kommt beim nächsten Mal was dabei rum. Ich hole euch natürlich wieder zu. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute.